I know it's been a while, haven't accessed your life. You've been on my mind, don't hang up. I know it's been some time since I called you mine. You've been on my mind. Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny Dekoriert und das natürlich mit Herz. Und mit Herz dabei? Michael Kammermann. Ganz genau. Und das ist heute unsere Vasendeko hier. Ein bisschen Heu, ein kleines Häschen, das war kaputt. Das habe ich heute noch ein bisschen geklebt, da einfach reingesteckt. Und ja, ganz schnell gemacht, ihr Lieben. Also, und wenn ihr wissen wollt, wie diese Vasendeko funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und das sind die Sachen, die wir heute brauchen für unsere Vasendeko. Und diese Vase habe ich nämlich gerade geschenkt bekommen von einer guten Freundin. Ich finde die Form wunderbar. Und ich habe auch noch diese Magnolienäste. Dann haben wir gerade auf Hof Oelkers bekommen diese wunderbaren Holzeier. Finde ich total schön mit diesen weißen Punkten. Ich habe hier noch die Narzissen. Die sind gerade wunderbar aufgegangen. Dann habe ich Heu, ich habe Draht, ich habe eine Lichterkette, ich habe hier auch noch Sukkulenten und ich glaube, das war es auch schon und wir fangen einfach mal an. Nicht zu vergessen, ich habe heute auch noch Heu. Ich habe ja immer hier so eine Tüte noch mit Ästen und ich habe hier auch noch unsere Heide mit drin. Aber Heu habe ich hier auch, das passt natürlich ganz gut zu Ostern. Und das werde ich mir jetzt hier unten erst einmal in unsere Vase reinmachen. Da könnt ihr natürlich alles reinmachen, was ihr habt. Hackschnitzel ist auch immer sehr schön, auch vom Ton. Auch super schön natürlich. Und das Heu lege ich mir jetzt hier rein. Jetzt bin ich am Überlegen. Ich habe hier nämlich diesen Keramik-Osterhasen. Auch die haben wir gerade auf Hof Oelkers gekriegt. Der war kaputt. Den habe ich mir heute mit Heißklebe eben gerade noch geklebt. Und der passt hier auch noch in die Vase wunderbar rein. Ich werde gleich mal gucken mit den Ästen, ob das von der Höhe her passt. Aber ich denke, hier ist es eigentlich sehr, sehr schön, weil ja vom Volumen an den Seiten ist es nicht zu gedrungen. Und ich setze ihn einfach mal rein. Dann nehme ich noch ein bisschen Heu, lege mir das noch ein bisschen an den Seiten aus. Kann ruhig ein bisschen nach oben, so wie ein kleines Nestchen sein. Was jetzt ganz gut passt. Ich meine, der Hase ist Keramik, kein Holz. Aber ich finde, diese Holzeier passen trotz alledem zu diesem Häschen ganz gut. Und die werde ich mir jetzt einfach hier unten nochmal mit reinsetzen. Da werde ich auch nur zwei Stück nehmen. Und ich nehme die Narzissen mir jetzt hier aus dem Topf. Und da die schon relativ weit nach oben gegangen ist, passt die jetzt ganz gut nochmal als Eyecatcher dazu. Ich werde mir die Zwiebeln ganz vorsichtig abbrechen. Die Erde befreien. Die könnt ihr jetzt auch noch mal ins Wasser legen, wie ihr gerne möchtet. Und dann werde ich die jetzt einfach noch mal hier so in die Deko mit hineinsetzen. Don't hang up. Maybe I'm a little bit jealous. Haven't told my friends we ended it. Yeah, I know that it's wrong. Drei Zwiebeln haben super Platz. Die beiden Eier haben wir jetzt drin. Jetzt könnte man auch noch mal wieder ein bisschen Heu oben rauflegen. Aber ich denke, so ist das ganz gut. Man könnte jetzt tatsächlich auch noch die Sukkulenten mit reinmachen. Aber ich finde jetzt wirklich, ist das hier von der Fülle, passt das genau. Und ich habe hier diese Magnolienäste. Die sind wunderschön bemoost, also die Flechten sind wirklich fantastisch und die würde ich gerne jetzt hier oben rauflegen bzw. miteinander fixieren und das ist natürlich auch nochmal eine tolle Steckhilfe und gibt auch nochmal einen ganz guten Halt, wenn ihr hier mehrere Pflanzen drin habt. Normalerweise wollte ich die eigentlich mit einem Kabelbinder fixieren und mir ein Nestchen bauen. Nun geht es aber heute doch in eine andere Richtung, Entschuldigung. Und ich schneide mir jetzt hier ein bisschen die Äste kleiner, lege mir die übereinander, hält ganz gut.
Jetzt noch ein Ast. Ich werde mir die jetzt so ineinander ein bisschen hineinstecken und es hält wirklich fantastisch. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen, mache mir die ein Stück kürzer, stecke mir das jetzt hier wieder rein. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass mir das nicht auseinanderbricht. Ich möchte doch noch vielleicht hier so ein kleines Nest oben haben. Jetzt kann man hier wunderbar eigentlich mit dem Kabelbinder reingehen, das miteinander ja einfach verbinden und dann hält das auch wirklich super fest. Jetzt habe ich hier die Rolle Wickeldraht und da werde ich mir jetzt einiges von der Rolle nehmen und miteinander vorsichtig hier immer der Anfang, nicht pieksen, miteinander, ja, ich sag einfach mal, knüllt euch das, dann ziehe ich mir wieder einiges ab von der Rolle. Ich nehme einfach die Rolle, wie gesagt, ziehe mir das ab und gehe dann hier nochmal zu dem anderen. Und das kann man sich wirklich miteinander wunderbar, ja, ineinander verbiegen. Und man kriegt hier wirklich eine fantastische Form. Und ich möchte hier nachher einfach nur so ein Nestchen oben in die Magnolien gerne rein haben. Es soll noch ein bisschen größer werden, deswegen nehme ich mir jetzt noch mehr Draht, ziehe mir den ab. Habe ich mir den Draht abgeschnitten und stecke mir das jetzt hier rein. Und jetzt kann ich noch mal alles richtig schön ein bisschen biegen. Und ich möchte das kleine Nest hier gerne nämlich noch mal oben in die Äste rein haben. Ich guck mal eben, wie es hält. Wie gesagt, ihr könnt euch das super fixieren, aber das Nestchen passt so jetzt natürlich super gut hier oben rein. Ich nehme jetzt einfach nur ein bisschen Heu. Jetzt könnt ihr auch wunderbar Moos nehmen und werde mir das ganz vorsichtig hier oben rauflegen. Und ich finde das wunderschön. Und das Heu ist oben drin und jetzt kann man sich hier auch noch mal so ein Ei mit oben raufsetzen. Und ich denke, das reicht auch. So spiegelt sich jetzt von unten das Heu mit dem Ei oben noch mal ganz natürlich wieder. Man könnte jetzt noch ein Nestchen machen, hier vorne mit reinsetzen. Eben noch mal ein bisschen hier mit Micha gequatscht, ne? Ja. So nach Feierabend, das macht immer ganz viel Spaß. Habe hier jetzt mit dem Rest der Rolle ein zweites Nestchen gemacht. Also hier mit einer Rolle habe ich zwei Nester gut hinbekommen. Und auch da mache ich jetzt noch mal ein bisschen Heu rein und ein Ei. Okay, ich habe ja von den Jahren jetzt hier noch die kleinen braunen Federn. Und die lege ich mir jetzt hier oben einfach auf. Wir haben es eben mal probiert mit der Lichterkette, fanden wir jetzt nicht so schön, weil es wirklich diese ganze Natürlichkeit ein bisschen genommen hat. Es war einfach zu viel hier oben mit den Nestern. Aber ich denke, so kann man es einmal machen. Und fertig ist unsere Vasendeko. Fertig sind wir. Unsere Ruckzuck-Vasendeko hier heute. Nur ein bisschen Heu, ein paar Äste und Draht. Schöne Hühnereier kann man hier, Frühstückseier kann man einfach mit eindekorieren. Also mit den Sachen, die man hat, ist das, glaube ich, eine ganz coole Basis. Ihr Lieben, und wir hoffen natürlich sehr, dass wir euch heute inspirieren konnten. Dann freuen wir uns über den Daumen nach oben. Und vielen lieben Dank nochmal an dieser Stelle auch von Laura. Sie ist wirklich im Moment sehr eingespannt mit ihrem Dualstudium. Also sie ist da immer sehr viel am Üben. Aber vielen Dank nochmal von Laura auch an dieser Stelle, dass ihr wirklich sie immer mit einbezieht und immer wieder grüßen lässt. Und das richten wir auch auf alle Fälle immer aus. Also ihr Lieben, vielen Dank an dieser Stelle von uns an euch, auch nochmal von den Fellnasen. Und ich sage, bleibt ganz doll gesund. Wir sehen uns die Tage wieder natürlich mit Ostern. Eure Conny und euer Micha. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.